Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Der Turm zum Dachboden. Als ich noch klein war, erzählten mir meine Eltern stets, ich sei das furchtloseste Kind auf der Welt. Im Glauben daran wuchs ich auf und war mir sicher, nichts konnte mir Angst bereiten. Um dies zu beweisen, zog ich mit 16 Jahren auf unseren Dachboden. Er war verstaubt und rostig, aber größer als mein ehemaliges Kinderzimmer. Ich sehnte mich nach mehr Privatsphäre und nach einem Abenteuer. Was ich jedoch kurz darauf erlebte, änderte meine inneren Glaubenssätze. Denn seit jeher hatte auch ich Angst. Unser Haus stammte aus einer Zeit, die bereits Ewigkeiten zurückliegen musste. Es herrschte überall ein leicht süßlicher, alter Geruch. Auch die Wände waren höher, als ich sie aus den Häusern meiner Freunde kannte. Überall waren die Fußböden dunkel und bereits eingerissen, und die meisten Räume machten einen eher düsteren Eindruck. Das war jedoch für uns kein Problem, denn meine Eltern und ich lebten gerne dort. Wir fühlten uns wohl und mochten es einfach, in einem Haus zu wohnen, das ungewöhnlich war. Den gemauerten Turm, der zum Gebäude unseres Wohnhauses dazugehörte, liebten wir besonders. Er diente als Verbindungsstück zwischen dem Dachboden und dem Hinterhof und hatte immer etwas Magisches an sich. Dabei stand in dem Turm nur eine lange Leiter, die immer knarrte, wenn man auf ihr nach oben kletterte. Als ich auf den Dachboden zog, freute ich mich besonders auf den Zugang über den Turm. Denn so hatte ich die Möglichkeit, unser Haus zu verlassen, ohne dass meine Eltern es mitbekamen. Ich hatte mich gerade erst einige Wochen in dem Dachboden neu eingerichtet, als ich an einem verregneten Abend allein zu Hause war. Plötzlich hörte ich ein raschelndes Geräusch aus dem Hinterhof. Ich wunderte mich vorerst nicht, da meine Eltern unterwegs waren und ich zunächst annahm, sie seien schon wieder zurück. Oftmals nahmen sie die Räder und schlossen sie bei ihrer Rückkehr im Hof an. Jedoch reichte nur ein kurzer Blick auf die Uhr, um zu wissen, dass sie es noch nicht sein konnten. Es war erst eine Stunde vergangen, seitdem sie sich auf den Weg gemacht hatten. Das Rascheln verstummte kurz darauf wieder. Mir wurde ein wenig unwohl, aber ich entschied mich dazu, das Geräusch einfach zu ignorieren. Immerhin war unser Hinterhof bereits so alt und vollgestellt, dass dort alles Mögliche hätte klappern und rasseln können. Ganz zu schweigen von den Waldtieren, die manchmal unser Grundstück überquerten. Nach ein paar Minuten hörte ich jedoch wieder ein Geräusch aus der Richtung des Hinterhofs. Diesmal klang es schon ein bisschen näher und irgendwie weicher. Ich konnte das Geräusch jedenfalls nicht einordnen und dieses Mal war ich schon deutlich beunruhigter, weshalb ich lieber meine Eltern anrief. Als ich ihnen die Situation schilderte, meinten sie nur, dass bestimmt etwas im Garten umgefallen sei. Bei schlechtem Wetter wie an diesem Abend passierte es nämlich häufig, dass diverse Gartengeräte durch die Gegend flogen. Als ich sie darauf hinwies, dass es doch deutlich anders klang und ich mir Sorgen machte, lachten sie ein bisschen über meine kindliche Furcht. Bald seien sie wieder zu Hause und bis dahin könnte ich mich ja einfach unter der Bettdecke verstecken. Sie meinten es garantiert nicht böse, denn schließlich war in unserer Gegend noch nie etwas Schlimmes passiert. Mit Sicherheit wollten meine Eltern die Situation einfach nur mit einem Witz aufheitern, jedoch war mir nun gar nicht mehr nach Lachen zumute. Ich wusste einfach, dass etwas nicht stimmte. Mein Bauchgefühl sollte mich nicht enttäuschen. Es dauerte nicht lang, bis ich wieder ein Geräusch hörte. Doch dieses Mal war es eindeutig ein Knarren. Und es kam aus dem Turm. Es klang fast so, als würde jemand die Leiter hinaufsteigen. Das konnte jedoch eigentlich nicht sein, denn die Tür im Hinterhof war fest verschlossen. Oder doch nicht? Ich begann mich von meinen Gedanken leiten zu lassen und fürchtete mich immer mehr. Normalerweise steigerte ich mich nie in meine Ängste hinein, aber in dieser Situation hinterfragte ich plötzlich alles, auch meine eigenen Überzeugungen. Eine immer größer werdende Angst breitete sich in mir aus. Ich saß auf meinem Bett und wartete einfach darauf, was als nächstes geschehen würde. Die Tür, die vom Dachboden aus zum Turm führte, war zum Glück geschlossen. Aber ich sah bereits vor meinem inneren Auge, wie sie sich jeden Moment von alleine öffnete. Ich bekam immer mehr Angst und als das Geräusch plötzlich direkt auf der anderen Seite der Tür zu hören war, lief ich los. Meine Beine trugen mich wie von alleine zu dem anderen Ausgang, der in unseren Flur im zweiten Stock führte. Ich eilte die Treppe hinunter und befand mich in kürzester Zeit direkt unter unserem Dachboden.
Ich lauschte kurz, konnte jedoch nichts Ungewöhnliches mehr hören. Aber meine Intuition und das Gefühl, in großer Gefahr zu sein, brachte mich dennoch dazu, noch weiter zu laufen. Also flüchtete ich noch weiter nach unten in unser Wohnzimmer. Als ich die Treppen hinunterlief, zückte ich mein Handy und wählte die Nummer der Polizei. Ich schilderte die Geschehnisse und dass ich mir sicher war, dass jemand ins Haus eingedrungen sei. Meine Stimme klang mittlerweile ziemlich zerbrechlich, woraufhin der Polizist am anderen Ende der Leitung versuchte, mich zu beruhigen. Er meinte, ich solle mich auf der Toilette neben der Eingangstür verstecken und warten, bis die Beamten da sind. Es dauerte nicht lange, bis zwei Polizisten an meiner Haustür klingelten. Ich öffnete ihnen und sie teilten sich direkt auf. Einer durchsuchte das Haus von innen, der andere das Grundstück. Als er den Hinterhof betrat, bemerkte er, dass die Tür des Turms weit offen stand. Er fragte mich, ob das immer so sei. Als ich verneinte, war uns allen schnell bewusst, dass ich mir die Geräusche tatsächlich nicht nur eingebildet hatte. Beide Polizisten eilten in den Dachboden, einer über die Leiter im Turm, der andere durch das Hausinnere. Als sie in meinem Zimmer angekommen waren, durchsuchten sie all meine persönlichen Gegenstände. Nichts deutete darauf hin, dass jemand auf dem Dachboden gewesen war. Ich war einerseits erleichtert, dass offenbar nichts gestohlen worden war. Auf der anderen Seite sehnte ich mich nach einem Beweis dafür, dass irgendjemand sich tatsächlich Zutritt zum Haus verschafft hatte. Und nach einer guten halben Stunde fand einer der beiden Polizisten schließlich etwas, das mich bis heute erschaudern lässt. Es war ein kleiner Spiegel, der in der Nähe des Eingangs zur oberen Turmtür plötzlich dalag. Ich hatte diesen Spiegel noch nie gesehen und entsprechend keine Ahnung, wie er dorthin kam. Auch meinen Eltern gehörte er definitiv nicht. Der Spiegel war etwa so groß wie meine Handfläche. Auf der Rückseite hatte er zwei Initialien eingraviert, die mich bis heute rätseln lassen. Auch die Polizei konnte mir damals nicht weiterhelfen. Laut den Beamten konnte es sich um einen verlorenen Gegenstand der Familie handeln, der seit längerer Zeit auf dem Dachboden gelegen hatte, ohne dass ihn jemand bemerkt hätte. Es war jedoch auch möglich, dass tatsächlich jemand versucht hatte einzubrechen und dabei den Spiegel verloren hatte. Aber wozu hätte derjenige dann diesen Spiegel gebraucht? Ich habe eine ganz eigene Theorie zu den Vorkommnissen. Denn mein Bauchgefühl sagt mir bis heute, dass es sich um etwas Böses, etwas Übernatürliches gehandelt hat, was an diesem Abend die Leiter im Turm zum Dachboden hinaufgeschlichen ist. Und was auch immer es gewesen ist, die Angst hat mich nie wieder verlassen.